Was geht ab, Manusi-Fighter, Osiris hier. Und heute haben wir viel vor, denn das neue Update 3.7.1 ist erhältlich mit Informationen zu Part 2 der Happy New Year Kampagne. Darunter Informationen zu LR Vegito Blue, LR Trunks, der LR Androids Kampagne und dem neuen Vegeta. Deshalb würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen sofort los. Mit der Veröffentlichung des Updates, wie gesagt, wurde das User Interface geändert. Was heißt das wiederum? Grafisch gesehen, die Benutzeroberfläche wurde ein wenig verändert. Das schauen wir uns ganz kurz an. Und zwar seht ihr hier schon, dass Barbershop jetzt separat in dem Punkt erhältlich ist, in dem Menü. Nicht mehr unter Shop wie früher, nämlich ihr seht den Button hier unten. Könnt ihr jetzt dort über den Button direkt in den Barbershop gelangen. Friendlist ist jetzt quasi unter dem Button hier Menü. Hier war ja vorhin die Friends, davor, vor dem Update waren die Friends gelistet. Nun ist da der Button für das Menü. Wenn ihr draufklickt, dann kommt ihr natürlich auch auf eure Friends. Könnt ihr darauf zugreifen, wie immer. Und zusätzlich dazu gibt es noch nun eine History. Da könnt ihr nun sehen, ab heute erst, die Summon History, wo ihr gesummoned habt, wie viele Stones ihr verschwendet habt, für welchen Banner und so weiter und so fort. Das gilt aber erst ab heute, ab dem Release vom Update. Dann haben wir noch zumal... Bei den Charakteren gibt es noch quasi kurze Änderungen. Quasi könnt ihr, wenn ihr draufklickt und gedrückt bleibt, pappt da ein Fenster auf und da seht ihr, okay, das und das macht der Charakter. Das ist interessant für Charaktere, die halt so lange Passives haben, Buffs und so weiter und so fort, wie zum Beispiel LR Rosé. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr, ah, okay, auf einen Blick im neuen Fenster macht er das und das. Geht für die Passive genauso, für Leader Skill und so weiter und so fort. Das letzte dann. Zum User Interface Update, was da ging, ist Tabs wurden hinzugefügt, was wir schon angesprochen hatten. Und zwar bei den Events sehen wir schon, insofern das Ganze hier sich gerade lädt, jetzt ist jetzt nun unterteilt die Events. Wir haben zum einen Story, unser Story Tab, da sind die ganzen Stories gelistet vom Daily Event, also vom heutigen Tag immer. Dann Growth heißt quasi, was du sammeln kannst quasi, woran du wachsen kannst, wenn du das machst. Wenn du Orbs sammelst, Items und so weiter und so fort, ist quasi Sammelbares. Und Challenge sind dann alle Dokkan-Events, die online sind at the moment am Tag. Und genau, das so viel zu den Tabs. Dann Leute, so viel auch zum User Interface. Leider kam das mit dem Dupe-System noch nicht, wurde nicht vorgezogen, dass man direkt einen ganzen Pfad dupen kann. Müssen wir wohl warten. Anyways, das so viel zum User Interface Update. Ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten und zwar fangen wir erstmal mit allen Informationen zu Part 2 an. Was erwartet uns ab heute? 17 Events erwarten uns heute. Zumal fängt das Ganze an mit einem Login-Boni, schauen wir uns gleich spezieller an. Special Missions wurden hinzugefügt. Ein Dragonstone Sale ist auch schon online, könnt ihr euch gerne angucken, was ihr da so holen könnt. Legendary Campaign, die LR Androids Kampagne, ist im globalen Dokkan Battle online. Das werden wir uns auch näher anschauen jetzt demnächst. Neue Supreme Kite Trials sind nun auch erhältlich. Die Informationen kommen auch dazu gleich zu LR Vegito Blue. Und ab heute sind nun alle Dokkan-Events zur Hälfte der Stamina erhältlich. Das wurde endlich wirksam gemacht. War, wie gesagt, der passende Zeitpunkt zu der LR Androids-Kampagne. Also nun könnt ihr alle Dokkan-Events zur Hälfte der Stamina für immer, ab heute für immer, bewältigen. Selbes gilt für die Super-Strike-Events von heute an. Und boom! Wie predicted kommt ein neuer Banner. Das wird ein neuer Summon-Banner sein mit dem neuen Vegeta und einem neuen Beerus. Das Ganze wird morgen online gehen am Freitag, 19. Januar, 7.30 Uhr morgens unserer Zeit. Zusammen mit dem Story-Event zum neuen Vegeta. Die ganzen Informationen folgen dann natürlich morgen. Wobei wir zum Charakter selbst sowohl zu neuen Vegeta als auch zum Beerus Informationen haben. Die folgen dann noch später im Video. Und wir sehen schon unser Boy LR Trunks. LR Trunks kommt gefeatured in seinem Banner zu uns in globale Dokkan Battle. Wann wird das geschehen? Am Montag, 22. Januar, 7.30 Uhr morgens unserer Zeit wird LR Trunks ins globale Dokkan Battle kommen. Wenn es soweit ist, werde ich auf jeden Fall ein Video zu ihm droppen, ganz klar, und euch erklären, wie ihr ihn bekommt, was ihr machen müsst und so weiter und so fort. Also haltet da die Augen offen. Zumal dies das Event hier, das ist das Wochenend-Event, Hero Examination Plan. Warum ist das ab Montag, ab dem Release von LR Trunks täglich online? Weil ihr da 7 Medaillen von einem Trunks-Medaillen von dem Event braucht für das erste Awakening für LR Trunks. Quasi könnt ihr damit am Wochenende, dieses Wochenende schon anfangen, die zu farmen. Und das gilt auch für die Super Strike Events, die werden ab Montag auch täglich online sein für LR Trunks, denn da braucht ihr 10 Medaillen von King Cold, Mecha Freezer, Chilled,
Trunks und Xenotrunks. Heißt, ihr könnt damit auch jetzt schon anfangen, bis Montag die Medaillen euch zu holen. Dann kommt das Future Trunks Saga Event Back am 22.37 unserer Zeit. Sowohl auch das Dragon Ball GT Event. Bulma's Preparation kommt ebenso am 22. um 37 Uhr morgens unserer Zeit. Und endlich kommt dann, wie gesagt, auch wie gesagt Ende Januar, Anfang Februar. In dem Fall war es Ende Januar. 26. Januar, 7.30 Uhr unserer Zeit kommt ein neues Event, das 19. World Tournament. Geht leider 4 Tage, allzu lang, viel zu lang. Und ab heute ist auch Big Bucks Hercule Challenge jeden Tag online. Gut. Dann ganz kurz zu den Missionen. Special Missions haben sich eigentlich nicht so viel verändert zu Part 2. Und zwar können wir jetzt ab heute jeden Tag ein Stone upgraden durch die Missionen, 2 Sensubinen und gewisse Training-Items. Ihr müsst dazu einmal 18 Stamina täglich verballern, dann einmal Big Bucks Hercule Challenge bewältigen und ein Hidden Potential Event täglich klären. Login Boni können wir auch uns ganz kurz anschauen. Wir bekommen quasi jeden Tag bis zum 1. Februar insgesamt 14 Dragonstones, ein Dragonstone pro Tag. Mehr gibt es auch nicht zu sagen. Alles klar. Dann schauen wir uns ganz kurz die Ella Androids Kampagne an. Die Kampagne im Vergleich zu JP hat es ja nicht viel geändert, ist quasi ganz gleich. An der Stelle, Leute, wenn ihr euch fragt, wie bekommt man eigentlich die Ella Androids, ich habe dazu einen Guide gemacht. Ich würde euch empfehlen, diesen Guide auf jeden Fall anzuschauen. Da erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie ihr die Ella Androids von Anfang an bis Ende auf SE20 und 100% bekommt, damit ihr die Preise hier abschrauben könnt für die LA Androids Kampagne, die wir uns jetzt anschauen. Und das Video werde ich natürlich den Link dazu in die Beschreibung setzen. Wirft auf jeden Fall ein Auge drauf. Anyways, dann, wie gesagt, ist es wirklich ähnlich wie in JP. Und zwar bekommen wir zum ersten Login ab heute, wenn ich einlogge, ein SR Android. Diese Androids werden zu LR, um es kurz zu fassen. Und wenn ihr im ganzen Zeitraum, das hat heute angefangen, wie gesagt, geht bis zum 19. Februar, 7 Uhr unserer Zeit. Wenn ihr den ganzen Zeitraum einmal ein Dokument macht, bekommt ihr ein Android, eine Sanduhr-Medaille. Wenn ihr es zweimal habt, 2 Androids, 3 Dokument-Events, 3 Androids, 4 Dokument-Events, 3 weitere Androids, 5 Dokument-Events, 5 weitere Androids. Da kommen wir auf 15 SR-Androids, die ihr so durch die Mission bekommt. Ich würde euch alle empfehlen, die Mission zu machen. Dann habt ihr quasi schon ein Android, den ihr auf SE10 bringen könnt und alle Dupes öffnen könnt. Und die restlichen Androids könnt ihr euch aus den Friends Summon holen. Wenn ihr die Androids von SR auf LR bringt, wenn ihr quasi euch einen LR Androids holt, macht, bekommt ihr 17 Dragonstones, 17 Teamkosten, 17 Herkulstatuen. Eine Herkulstatue Silber und ein 7 Bronze. Wenn ihr die Androids, die ihr zu LR gemacht habt, auf SE20 bringt, bekommt ihr 18 weitere Dragonstones, 18 Teamkosten, eine Platinstatue, 8 Goldstatue und 10 Ehrlichkeit zurück. Und wenn ihr sie auf 100% bringt, bekommt ihr alle Orbs zurück, die ihr dafür verschwendet habt. Wie gesagt, aber Leute, alle Informationen wirklich, wie ihr die Androids auf 100% bringt, SE20, damit ihr diese ganzen Missionen hier bekommt, im Video, Leute, im Video. Im Guide von mir dazu. Zudem sind an alle Events online, für die ihr die Medaillen für die Androids braucht, ab heute quasi die Events, für ihr die ersten Medaillen braucht, dann ab dem 20. die zweiten Medaillen fürs Tail, für die Transcendent Ultra Version und danach ab dem 22.37 die für die LR Version. Zudem ist das Guild Hidden Potential Events jeden Tag online. Ich würde euch empfehlen, das Event jeden Tag zu machen. Es sind quasi Orbs. Holt euch die Orbs, Orbs sind wichtig. Und ganz wichtige Information, alle älteren Z-Hard Stages, beziehungsweise alle Dokkan Stages, wo nur eine Medaille gedroppt sind, droppen jetzt 3-6 Stück. Wirklich sehr cool, dass sie das geändert haben. Heißt, ihr könnt auch mehr farmen. Gut, kommen wir zu LR Vegito Blue. Denn neue Supreme Kai Trials wurden hinzugefügt von Gebiet 16 bis 21. Und dies wiederum heißt, es gibt neue Potara Medaillen. Aber aus der Information nehmen wir, wir können ihn immer noch nicht zum LR erwecken, aber zum Transcended Ultra Rare Vegito. Heißt, wir können ihn nun endlich zum Theo erwecken, weil weitere Medaillen hinzugefügt wurden. Es sind 31 insgesamt, die hinzugefügt wurden. Wir schauen uns auch gleich an, wie viel wir überhaupt brauchen, um ihn zum LR zu bringen, denn das wissen wir auch schon. Aber vom SR zum TOR zu bringen, wissen wir, brauchen wir 30 Medaillen, die können wir uns jetzt holen, alle quasi, wie gesagt, aus den Questgebieten. Wo findet ihr das Ganze? Wenn ihr einmal auf Missionen geht, Leute, und dann auf
die Kaioshin-Missionen klickt, Supreme-Missionen, Supreme Kai's Trial hier unten, dann ist euch hier gelistet, wo ihr die Medaillen klickt. Das ist zum Beispiel Gebiet 16, denn wir wissen, die ganzen Supreme Kai Stones Medaillen bekommen wir aus den Gebieten, aus den Quests. Und dann, wenn ihr da einmal draufklickt, seht ihr, okay, ich muss das und das machen auf dem Gebiet, kann ich mir dort holen. Und hier die Protara-Medaillen zum Beispiel auch. Go to Stage, springt ihr direkt zu Stage. Also wirft auf jeden Fall ein Auge auf die Missionen. Zudem wurden im Barbershop zwei weitere Vegitos hinzugefügt. Heißt, wir haben quasi jetzt ein Vegito mit drei Dupes offen, wenn ihr euch alle holt. Diese kosten 2x30 Stones, 30 Supreme Kai Stones waren das richtig. Könnt ihr euch auch auf jeden Fall lohnen, vergesst das nicht. Dann Leute, sehen wir hier bei den Dokkan Awakenings, dass wir den SR zum TUR machen können mit 30 Medaillen. Und hier sehen wir auch schon die LR-Version. Dafür brauchen wir 70 weitere Medaillen. Heißt, wir brauchen insgesamt 100 Potara-Medaillen. Bis dato können wir ingame aber nur uns 52 holen, mit denen die neu hinzugekommen sind. Heißt wiederum, wir können ihn heute immer noch nicht zum LR erwecken, sondern nur zum Transcendent Ultra Vegito. Jedoch haben wir ein bisschen kleine Informationen zum LR Vegito. Wie gesagt, wir brauchen dann 70 weitere Medaillen, die noch kommen werden durch die Supreme Kai's Trial. Wann das der Fall sein wird, wissen wir leider nicht, Leute. Aber es gibt noch weitere Informationen, die wir uns ganz kurz angucken. Und zwar, Shoutout an die DBZ Space. Das kam von ihrer Seite natürlich. Wir haben Informationen zum LR Vegito, ein bisschen Informationen. Das Artwork wurde noch nicht geleakt in den Daten. Jedoch haben wir zumal seine Kosten, sind 99. Wir können seine Stats angucken. Max sind das 14.098 Attack, HP 13.000, 8.900, sagen wir mal, Verteidigung. Und wenn wir Hidden Potential maxen, dann müssen wir gar nicht drüber reden, ist insane. Aber Leader Skill haben wir. Er gibt Super Types Key plus 3 und auf jeden Attribut 70%. Ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ich zumindest habe persönlich mit 50% gerechnet. Sie haben das hochgebufft auf 70%, finde ich sehr gut. Super Attack, Great Erase Attack für eine Runde und macht mega Colossal Damage. Seine Passive ist interessant. Seine Passive haben sie noch nicht geleakt, ist noch nicht in den Daten. Das sagt mir, dass die Passive vielleicht drastisch, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall geändert wird. Auf jeden Fall nicht diesen 20% Sprung haben wird, denke ich mal, sondern einen höheren Sprung des Angriffsboosts und Verteidigungsboosts. Also, das wird spannend, wenn wir da mehr wissen. Aber Linkstil haben wir auch. Super Saiyan Warrior Gods Over in a Flash. Power Best of by God Fuse Fighters. Shattering the Limit, das beschädigt uns. Er hat kein Fierce Battle. Und Legendary Power. Die Links sind wirklich sehr gut, sind nicht schlecht. Er bekommt gut Key, gut Angriffboost. Gefällt mir auf jeden Fall. Genau, so viel zu den Informationen zu Vegito. Jetzt gucken wir uns noch zuletzt die neuen Informationen zum neuen Rage Vegeta an. Dieser Vegeta hier, Leader Skill, das ist der aus dem Banner dropped. Wir haben gesagt, da kommt ein Banner, haben wir in den News gesehen. Neuer Banner, wie gesagt. Den kann man hier ziehen. Es ist Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma. Also bitte würdigt mal den Sinn dieser Karte und den Respekt dieser Karte. Wir müssen dieser Karte wirklich mal Respekt zollen. Ein wahrer Saiyajin steht da, steht stramm und beschützt seine Frau. Mehr Saiyajin-like geht gar nicht. Leader Skill. Das ist die Teo-Version. Heißt, man kann ihn erwecken durch die Medaille vom Story-Event, aber so viel. Also mehr dazu, wenn wir das alles wissen, wie genau das passiert, ab morgen dann, wie gesagt. Aber Charakterinformation aus DBZ Space, Shoutout. Super-Type gibt der Key plus 3, HP 40%, ist ein Hero-Stealer, überraschenderweise. Great Erase Attack für eine Runde und macht Supreme Damage. Aber jetzt schaut euch seine Passive an. Also die Passive ist total, die ist richtig gut. Attack und Death plus 100%. Attack und Death plus 100%. Kontert mit Tremendous Power, wenn er normale Attacken bekommt, Auto-Attacks, also wie, das sind die Konter von Agility Super Vegito. Und er geht in den Rage-Modus, den wir kennen, wenn seine HP einmalig unter 30% fallen, also dann geht er einmalig in den Rage-Modus. Was ist das für eine Passive-Bitte? Das ist kein Dokkan-exklusiver Charakter. Und er ist so insane gut. Sein Damage-Output wird insane sein. Links geht Super Saiyan Royal Lineage Prodigies Golden Warrior Berserker. Prepared for Battle, Shattering the Limit. Er hat kein Fierce Battle. Hätte er Fierce Battle, wäre er zu OP, Leute. Denn dieser Dude ist tanky, macht Schaden, hat Konter, hat einen Rage-Modus. Ist RIP. Also wenn der Vegeta kommt, erste Sahne. Aber seine Free-to-Play-Version ist auch Super Saiyan 2, Vegeta und Bulma. Und er ist ähnlich. Er ist ähnlich wie der Summonable. Denn er hat auch Konter drin.
Er bekommt Ki plus 3 Attack und er 50%, wenn er gegen einen Gegner kämpft und kontert normale Attacken mit enormes Power. Ist GG. Free-to-Play-Charakter mit Konter. Saiyan Warrior Race, Royal Lineage, Prodigies, Golden Warrior, Berserker, Prepared for Battle. Dann, oh, Asni! Asni, vielen Dank für den Like. Shoutout an Anski. Und dann haben wir noch die Information zum neuen Virus. Und dieser Virus ist der beste Virus im Game, wenn er kommen wird. Geil. Gucken wir uns das Ganze mal an. Er ist erstmal Nuke Leader, okay. Macht zu viel Damage und Raise Death für 30% für 6 Runden lang. Heißt, er kann seine Death stacken, aber seine Passive. Wenn er ultet, bekommt er 120% auf seinen Angriff. Das ist ebenwürdig zu Fusion Zamasu Super Saiyan 3 Gotenks, zu Freezer. Das sind Dokkan-exklusive Charaktere, eher nicht. Ist GG. Das ist der beste Virus, der kommen wird. Und komischerweise, ironischerweise, wird er besser sein als die Dokkan-exklusiven Virus. Gartley Power, Prodigies, Connoisseur, The Innocence, Shocking Speed, Berserker und Shattering the Limit. Alles klar, Leute, das wären alle Informationen zum Update, zu Part 2, zu LR Vegito, LR Androids, LR Trunks, zum neuen Vegeta. Komischerweise kommt kein Dokkan Festival Banner, aber das ist quasi eine Ruhephase. Das sind jetzt 2 Wochen, geht das Ganze. Also mit dem Part 2 Event, sage ich mal, bis eine neue Kampagne startet. Und ich denke, ab dieser Kampagne, wenn Part 2 zu Ende ist, werden dann natürlich neue Dokkan-Charaktere kommen. Sei es Broly oder Angel Freezer, das bleibt immer noch offen. Aber Leute, was haltet ihr von den News? Das waren alle News quasi abgedeckt. Waren wirklich viele. Aber ich freue mich darauf, dass jetzt wieder ein bisschen Leben in Dokkan Battle ist. Und dann lasst mich auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dato, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Peace.